Die Penicillin-Story. Natürliche Antibiotika. Natürliche Kampfstoffe zur Vernichtung von Bakterien. Die Penicilline sind eine Gruppe von natürlichen oder partial synthetischen bakterizidwirksamen Substanzen. Sie enthalten alle einen reaktiven, acylierenden Beta-Lactam-Ring. Sie leiten sich strukturell von der 6-Aminopenicillansäure ab. Strukturverwandte Verbindungen sind die natürlichen Cephalosporine. Die natürlichen Penicilline werden von Penicillium, Aspergillus, Trichophyton und Streptomyces-Arten gebildet. Das Benzylpenicillin, das Penicillin G, ist das älteste verwendete Antibiotikum. Die Penicillin-Stoffgruppe wurde an einem Vertreter der Schimmelpilze rein zufällig entdeckt. Ein Paradebeispiel des Zufalls in der Forschung der Medizin. Es war eigentlich Laborschlamperei, der weltweite Folgen hatte. Im September 1928 fuhr der schottische Arzt und Forscher Alexander Fleming in den Urlaub und ließ in seinen Laboratorien an der Universität in London einen der gefährlichsten Keime der Klinikgeschichte, Staphylococcus-Bakterien, zurück. Nach 3 Wochen kam Fleming zur Universität London ins Labor zurück. In der offenen Petrischale fand er eine verschimmelte, von einem Pilz überzogene Masse und von den gefährlichen Bakterien keine Spur. Fleming hatte den Schimmelpilz Penicillium notatum entdeckt und darüber hinaus die bakterienvernichtende Eigenschaft, also die antibiotische Wirkung. Jahrzehnte nach dieser Entdeckung haben dann gemeinsam mit Fleming die Forscher Florey und Chain das Penicillin G aus den Schimmelpilzen isoliert und für die Humantherapie bereitgestellt. Eine Revolution in der Behandlung von Infektionskrankheiten. Bereits im Zweiten Weltkrieg konnten mit dem Penicillin unzählige Menschenleben gerettet werden. Ein Wendepunkt in der Geschichte der Medizin. 1945 erhielten Fleming, Florey und Chain den Nobelpreis für Medizin. Zum Wirkmechanismus der Beta-Lactam-Antibiotika. Penicilline wirken auf die Bakterienzellteilung indirekt abtötend. Sie hemmen die Zellwandbiosynthese und lösen eine osmotische Lyse der Bakterien aus. Das Bakterium verliert seine Schutzhülle. Auf molekularer Ebene acyliert der Beta-Lactam-Ring ein Enzym der Zellwandpeptidverknüpfung, das Enzym D-Alanin-Transpeptidase. Dieses Enzym ist für die Quervernetzung der Peptidoglykane in der bakteriellen Zellwand absolut essentiell. Die Streptomycin-Story. Streptomycin und die Varianten sind chemisch Aminoglykosid-Antibiotika, welche von zahlreichen niederen Pilzen, den Streptomyceten, gebildet werden. Sie besitzen ein breites Wirkungsspektrum, vor allem gegen gramnegative Erreger. Mechanistisch hemmen sie die 30S-Untereinheit der Ribosomen bei den Prokaryonten. Die Anlagerung der Aminoacyltransfer-RNA wird blockiert und damit die gesamte Translation. Als Folge der Proteinbiosynthese-Hemmung wird die Bakterienvermehrung unterbunden. Die erfolgreiche und unverzichtbare Anwendung erfolgt insbesondere bei Tuberkulose und bei speziellen Infektionen mit Streptokokken, Enterokokken, Endokarditis, Pest und Brucellose, häufig in Kombinationstherapie. Das Streptomycin wurde erstmals 1943 von den Forschern Schatz, Bugy und Waxman aus dem niederen Pilz Streptomyces griseus isoliert. 1952 erhielt der Biochemiker Waxman den Nobelpreis für Medizin. Die große medizinische Bedeutung lag und liegt immer noch bei der Behandlung der Tuberkulose. Der erste wirklich erfolgreiche Wirkstoff bei dieser Infektionskrankheit. Ein weiterer Durchbruch für die Antibiotika-Forschung. Sein Student Albert Schatz hat im Waxman-Forschungslabor die Substanz isoliert. Hier gab es Kompetenzstreit.
Dennoch, auch hier soll der Zufall im Forschungslabor bei der Entdeckung der antibiotischen Wirkung der speziellen Streptomyces-Art eine entscheidende Rolle gespielt haben. Weitere Beispiele der Zufallsentdeckungen. Ein Fehlgriff im Labor. 1886 testeten Kahn und Hepp aus Steinkohlenteer gewonnenes Naphthalin auf fiebersenkende Wirkung an Hunden. Die getestete Substanz zeigte diese Wirkung, aber nicht das Naphthalin, sondern, aus Versehen angewendet, eine ganz andere Substanz, das Acetanilid. Daraus entwickelten sich später Phenacetin und Paracetamol als unverzichtbare fiebersenkende Analgetika. Weitere Zufallsentdeckungen. Narkotika, die Stickstoffoxid, das sogenannte Lachgas, der Diethylether, Schlafmittel, das Chloralhydrat, die Carbamate, die Barbiturate, Abführmittel, Phenolphthalein und synthetische Varianten, die halluzinogene Wirkung von Lysergsäure, Diethylamid, das LSD. Die Benzodiazepin-Story. Leo Sternbach wollte Chinazoline synthetisieren. In einer unerwarteten Umlagerung bildete sich jedoch ein Benzodiazepin. Benzodiazepine sind seit 1960 weltweit als Tranquillantien unverzichtbare Wirkstoffe in der Psychiatrie. Auch das Sildenafil, ein Phosphodiesterase-5-Hemmer, ist zufällig entdeckt worden. Die Forscher suchten einen Wirkstoff zur Behandlung von Angina pectoris. Dabei entwickelte sich die Substanz zur Lifestyle-Droge. Der Film zeigt nur eine kleine Auswahl von markanten Zufallsentdeckungen von Arzneistoffen als Segen für die Menschheit. Entdeckungen in vergangener Zeit, wo noch detailliertere Kenntnisse über das biologische System Mensch fehlten und die Empirie, die Beobachtungsgabe und die Intuition bei den Forschern eine große Rolle spielte. Der Satz, ein glücklicher Zufall hat uns ein Präparat in die Hand gespielt, gilt eigentlich auch heute noch, wenn man insgesamt bei der kombinatorischen Chemie und mit anderen hochentwickelten Methoden in der Wirkstoffforschung arbeitet. Die zukunftsweisende Arzneimittelforschung setzt heute auf die moderne Genetik, die inzwischen zur personalisierten Medizin führt. Blickt man auf die Historie, so findet man zahlreiche Zufälle zum Wohl und Segen für die Menschheit, aber auch Zufälle in Chemie und Physik, deren Ergebnisse dann in der Hand von falschen Menschen zum Unheil wurden und zum Beispiel zu Kriegen führten. Das ist aber eine andere Story und die Kehrseite der Medaille. Dennoch berücksichtigen wir die positiven Entdeckungen, wie hier in der Medizin und Pharmazie aufgezeigt, so sind in den letzten 100 Jahren erhebliche Verbesserungen von Lebensqualität und Heilung von Krankheiten eingetreten. Und es geht hier immer weiter. Der Fortschritt der Menschheit auf allen Ebenen, auch im Alltag. Durch die Pharmaforschung der letzten Jahrhunderte und unverändert bis heute konnte und wird der entscheidende Beitrag zur Gesundheit, Heilung, Lebenserwartung und Mobilität der Menschen geliefert. Die wahre und immer mehr unverzichtbare Mobilität der Menschen ist nur durch Gesundheit gegeben.